Moin zusammen, ein weiterer Tag vom Stoffwindel-Adventskalender und heute stelle ich euch wieder eine Windelmarke vor und es ist auch heute wieder ein kleines Label. Ihr kennt das ja schon, ich mag kleine Labels sehr, sehr gerne und heute ist mein Partner für dieses Video die Marke Hüpf. Die stelle ich euch heute vor und zeige euch die Überhose einmal genauer. Die Überhose gibt es nur in der One-Size-Variante von 4 bis etwa 16 Kilo. Sie wird mit Druckknöpfen verschlossen und auch die Leibhöhe wird hier mit Druckknöpfen eingestellt. Und sie hat doppelte Beinbündchen, das mag ich ja immer sehr, sehr gern an unseren Überhosen. Ich finde die Überhose tatsächlich relativ groß geschnitten. Meine Kleine ist jetzt 14 Monate alt und ja, wir haben sie noch auf der kleinsten Einstellung und sie passt wunderbar. So passt sie halt auch wunderbar um Mullwindeln oder Konturwindeln, die man ums Kind wickelt. Das finde ich richtig gut. Ich bin mir aber nicht so sicher, wie sie bei Kindern, die jetzt erst 4 Kilo oder so haben, sitzt. Ja, keine Ahnung. Sie fällt halt doch sehr, sehr groß aus. Ich habe auch keine Erfahrungswerte. Hier seht ihr auch nochmal im Vergleich einmal die Windel in der kleinsten Einstellung und einmal in einer größeren Einstellung. Ich glaube auf jeden Fall, dass diese Windel einen bis zum Trockenwerden begleitet. Das POL ist einlagig verarbeitet, aber fühlt sich richtig, richtig gut an und ist schön weich. Es gibt hier auch doppelte Beinbündchen, das hatte ich ja schon gesagt, das finde ich sehr, sehr schön. Und eine umlaufende Einfassung. Das könnte tatsächlich eine kleine Schwachstelle sein, weil Nähte einfach immer Schwachstelle sind, weil der Stoff da verletzt wurde. Und diese Einfassung geht ja auch hier am Bündchen entlang. Bei uns ist jetzt nichts passiert in der Zeit, wo wir die benutzt haben, aber theoretisch könnte es hier eine kleine Schwachstelle sein. Die Überhose hat vorne eine Lasche und darunter kann man auch die Verkleinerungssnaps und den Verschluss finden. Und die sind nochmal mit einer Extralage POL gesichert, damit nichts ausreißt. Dazu gibt es im Shop auch eine Einlage. Das hier ist eine Bambus-Frottee-Einlage. Die ist vierlagig vernäht und ja, passt natürlich perfekt in diese Überhose, aber man kann die Überhose natürlich auch mit jeder anderen Einlage benutzen. Hier seht ihr gerade eine Avocado Prefold drin. Ja, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Außerdem habe ich noch die Stoffi-Tasche getestet. Das ist ein Wetbag, der ja einfach mal ganz anders daherkommt. Ihr seht schon, der sieht nicht aus wie so ein ganz normaler 0815 Wetbag. Verschlossen wird die Tasche mit einem Klettverschluss. Der ist auch nur hier auf der Innenseite vernäht. So gibt es außen halt keine Naht und man hat auch keine Schwachstelle. Am Griff kann man die Tasche hier super aufhängen, egal ob nun in der Kita am Fach mit Ersatzwindeln oder Wechselwäsche oder im Auto mit Spielsachen. Hinten hat sie noch ein kleines Fach, in dem ja Kleinigkeiten verstaut werden können, je nachdem, was man so dabei hat. Insgesamt passen etwa 3 gestopfte Windeln in die Tasche, würde ich sagen. Und das ist genau die Zahl, die wir auch für den Krippenalltag benötigen. Von daher passt das für uns hier perfekt. Wir kommen zur Verlosung von Tag Nummer 9 und heute könnt ihr, das habt ihr euch bestimmt schon gedacht, eine Überhose von der Marke Hüpf gewinnen, inklusive die dazu passende Bambus-Frottee-Einlage. Und sie haben auch noch eine Stoffi-Tasche oben drauf gepackt, damit ihr die einfach gleich mal ausprobieren könnt. Ich finde, das ist ein super, super toller Gewinn und ja, wenn ihr in den Lostopf hüpfen wollt, dann schreibt bitte den Hashtag Hüpf einfach in die Kommentare und schon bist du im Lostopf und kannst diese 3 wundervollen Sachen gewinnen. Wenn ihr mögt, schreibt mir gerne ein Fazit, wenn ihr sie ein paar Wochen getestet habt. Das würde mich sehr interessieren, wie ihr damit zurechtkommt. Morgen geht es hier wieder weiter und auch morgen habe ich wieder eine spannende Windel, die ich euch gerne vorstellen möchte, die mich selber sehr, sehr überrascht hat und die ich unbedingt in den Kalender mit aufnehmen wollte. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns morgen. Ciao!